Und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir die Schlacht annehmen. Also die osmanische Armee, die hält sich jetzt, was die Größe angeht, in Grenzen. Ich speichere nochmal ganz kurz. Und ja, viele der osmanischen Einheiten sind bereits angeschlagen. Allerdings ist das vermutlich die letzte Schlacht, die wir überhaupt gegen die Osmanen schlagen können. Und ich finde, dann sollten wir auch tatsächlich in die Schlacht gehen. Und das nochmal genießen, diesen Kampf gegen die Osmanen. Und so. Ja, also da gibt es, glaube ich, nicht viel aufzustellen. Die Osmanen haben nur Ranzeinheiten. Wir können sogar in Verteidigungsstellung gehen, umso besser. Dann nehmen wir die Artillerie diesmal als Verteidigungsartillerie. Auch die Britenartillerie nehmen wir diesmal als Verteidigungsartillerie. So. Die sind zwei Kanonen, die können wir noch einsetzen. Hier schön ins Zentrum. Ganz genau. Und die Pawlowska-Grenadiere kommen auch hier hin. Die meisten Einheiten können wir ja... Ah, das ist perfekt hier mit diesem Dings. Können wir ja so einsetzen, weil wir ja ewig lange schon am Rumbelagern sind. Und dementsprechend... lange auch schon diese Verteidigungsstellung aufbieten können. Ja, das ist dann recht praktisch. Nee, ihr nehmt mal das hier. Ach, ihr nehmt auch das. Komm, ist doch egal. So. Mikhail Kutuzov. Und ansonsten sag ich nur... ja, was sag ich denn? Ich sag auf geht's, würde ich sagen. Aber ich muss erstmal die Kavallerie umpositionieren. Auf geht's! Die nehme ich mal zusammen. Und Feuer frei. Ja, auf die eigenen Leute zu schießen, macht gar keinen Sinn. Die Osmanen bewegen sich auf uns zu. Ich beschleunige mal ein bisschen. Ey, komm, hör auf. Das ist mir zu blöd. So, es geht los. Feuer frei. Jawohl, da kriegen schon die ersten Einheiten. Erste Schüsse ab. Und unsere Leichtinfanterie hat ja auch gute Sturmangriffswerte. Bewaffneter Pöbel. Und ich ziehe uns direkt mal zurück. Und ich möchte erstmal hier ganz klassisch kämpfen. Jawohl, Feuer frei. Mit unseren Truppen hinter den Linien. Auch Russen können treffen. Vor allem, wenn das so schwache Feinde sind, macht es auch Sinn. Hier sind die Grenadiere am Berg. Und ja, auf geht's. Hier gehe ich direkt auf diese Bauerneinheit mit unseren guten Ulanen. Oh, einmal mitten durch die anderen Pöbel-Einheiten. Und hier werden wir auch schon überrannt. Aber das ist mir egal. Wir kontern. Hey. Und noch ein bisschen Moralschub für unsere Einheiten, dann helfen Sir, Sir, unseren Einheiten. Unser General wird angegriffen. Und hier haben wir ebenfalls den Gegenangriff vorgenommen. Und ich gehe auch hier direkt in den Nahkampf. So.
Die bleiben da, wo sie sind. Die sind zu schwach für einen groß angelegten Angriff. Hier kommen die ganzen Reiter auch hinterher. Oder greifen die noch in die Seite aus an. Angriff. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald. Ein schöner Anblick. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir uns Amboss-mäßig und wir haben bereits fast alle Einheiten der Gegner geschlagen. Wir haben fast alle Einheiten geschlagen. Jetzt kommen da noch auf die Deli-Reiterei. Hier haben wir jetzt alle geschlagen. Jawohl. Das sollte reichen. Bei wirklich minimalen Verlusten. Mann, jetzt hör doch mal auf. So. Jetzt aber. Und jetzt in die Innenstadt. Hier sind noch Deli-Reiterei, die als General fungiert haben. Aber auch das ist jetzt vorbei, der Spuk. Und wir haben gewonnen. Gut, das war kurz, aber heftig. Da sollte vom Feind nicht mehr allzu viel übrig bleiben. Ja, verbleibend 0. Und bei uns verbleibt fast die gesamte Armee. Wirklich höhere Verluste, haben nur ein paar Musketiereinheiten und die russischen Jäger gehabt. Okay. Ja, und wir haben Istanbul direkt erobert. Jetzt nach dem Sieg über unsere Feinde halten wir jetzt Istanbul und wir besetzen das mal friedlich. Ich möchte es nicht befreien natürlich, könnte ich auch machen. Ich könnte es auch plündern für 14.500 Goldstücke, aber wir besetzen es mal friedlich. Und ja, damit ist das Osmanische Reich Geschichte. So. Wir haben es also mitten in der Runde erobert. Okay. Dann repariere ich jetzt erstmal diese Sachen. Garnison und Artilleriefabrik haben wir beides bereits übernommen. Also jeweils Stufe 2. Magistrat ist auch Stufe 2. Hervorragend. Also Istanbul, eine reiche Stadt. Ist unsere reichste sogar. Oder? Ja. Sogar reicher als Moskau. Ein wichtiger Hinzugewinn. Einkommen 1259 Goldstücke. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Und das wird uns helfen. Ja, wir haben hier. Obwohl es eine Hauptstadt ist. Nur minus 1. Bei der Unterklasse Zufriedenheit. Und ich denke, dass wir da nochmal eine Opel-Chine bauen. So. Gut. Dann haben wir in der kleinen Tatarei ebenfalls eine, die hier in den Hafen kommt. Und in dem besagten Hafen haben wir bereits eine Flotte. Handelsschiff. Und die kann jetzt ganz entspannt hier sich auf diesen Pelzpunkt bewegen. Ich baue direkt 2 weitere Schiffe. Die können die anderen Punkte dann besetzen. Hier, und ihr seht jetzt auf der Karte, eine herrliche russische Föderation hat sich hier gebildet. Alles von uns entweder kontrolliert, wie im Fall von Rumänien oder Griechenland, oder direkt besetzt, wie im Fall von Moldawien, Bessarabien, Rumänien und dem Balkan. Viel besser geht es hier nicht. 17 von 25 Provinzen, also wir haben ordentlich expandiert. Genau, Rumänien erobert und Manufakturen kräftig gebaut, hier in der kleinen Tatarei. In Wolnien und Podolien und in Jaroslawl, Moskau. Und für uns ist das jetzt sozusagen der Wendepunkt. Wir halten mit Burgas jetzt auch eine Werft hier im Süden. Und es ist deswegen so wichtig, dieses ganze Vorgehen, weil wir mit dem Osmanischen Reich den erste große Nation komplett vernichtet haben. Unseren ersten großen Gegner. Und darüber hinaus beginnt jetzt die Phase, die ich lange als die friedliche angekündigt habe, mit 2 weiteren geilen neuen traditionellen Universitäten. Richtig, richtig, richtig gut. Und einer, wie gesagt, reichen, schönen Stadt.
Und jetzt können wir auch endlich mehr forschen. Ich setze euch mal dran auf die Armee-Koorganisation, euch auf die Logistik, dass wir auch im militärischen Bereich ordentlich zulegen. Vielleicht kann man das sogar hier tauschen, warte mal. Kann man tauschen und das bringt's auch, sehr gut. Aber wie gesagt, Logistik bleibt. Und weil das allgemeine Schulwesen auch geil wäre, ne, mit dem Gericht. Das mache ich auch mal. Und ein zusätzlicher Edelmann gibt es da auch noch für. Also nehmen wir das erstmal und dann machen wir damit später weiter. Wir brauchen es ja noch nicht so dringend. Wir führen ja erstmal keine Kriege. Ja, das ist Kopfsteinpflasterstraßen ist ja auch schon. Und Rumänien baut auch Straßen. Und Griechenland auch, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, sehr gut. Ihr kommt dann Richtung Balkan. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Und die Armee sieht auch ziemlich gut aus. Und du, mein Freund, kannst dich mal ein bisschen hinweg bewegen, vielleicht in Richtung Bayern. Und hier mal gucken. Ja, erstmal reingucken, was die Franzosen so treiben. Bist ja schon in 4 Runden da, sehe ich. Dank der Österreicher, die ihre Straßensysteme ordentlich unterhalten. Und mit dem übrigen Geld baue ich jetzt auch hier in Grodno nochmal eine Manufaktur. Die bringt einen Provinzwohlstand von 250 Goldstücken. Schön. So, jetzt sollten uns eine ganze Reihe weiterer Edelmänner erwarten, bis zu 5 Stück. Und da bin ich mal sehr gespannt, wann und wie schnell die kommen. Und vor allem wo. Nicht wieder in Moskau, hier bringen sie uns erstmal nichts. Ja. Diplomatisch habt ihr bereits gesehen, alles supi. Was sagt Griechenland? Ja, ach, es. Ja, nu? Ach, territoriale Expansion, das mögen sie nicht. Ja, gut, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Die Beziehungen zu Rumänien sind dafür immer besser. Ja, genau. Und Batavische Republik, auch mit denen könnte man theoretisch noch Frieden schließen. Probier ich mal. Und Handelsabkommen gleich mit, mal gucken, ob sie es machen. Machen sie nicht, okay. Und die Schweiz, da sicherlich auch nicht. Brauche ich gar nicht erst probieren. Königreich Italien, da sind wir natürlich auch richtig fett im Beef mit. Frankreich und Spanien. Genau. Frankreich handelt mit Dänemark. Okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde und gucken, was passiert. Jetzt sollte erstmal nicht so viel passieren. Die Edelmänner bewegen sich weiter. Das dauert natürlich, bis die jetzt quer durch dieses riesige Land sind, wo noch gar keine Infrastruktur vorhanden ist. Sehr gut, der ist an der richtigen Stelle entstanden, in Rumelien, direkt in Sofia, perfekt. Und in Edirne, oh, da gab es einen Aufstand, das ist scheiße. Oh, 5 Runden, bis ich die weiterverwenden kann. Arbeiterstreik in der kleinen Tatarei, das muss ja auch nicht sein. Hier baue ich mal direkt Truppen. Ah, das wusste ich jetzt gar nicht, das ist, naja. Hab ich gepennt. Moment. Ach, ich habe es deswegen gepennt, weil ich immer dachte, es muss noch eine Runde gehen im Streik. Aber der Streik kam ja schon. Das ist ja ein bisschen unfair jetzt, ne? Finde ich ja nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Das passt auch nicht in meinen... Warte mal. Das ist ein bisschen doof. Komm her. Das ist ganz fix ausgebügelt. Ne, ich habe da wirklich mich vertan.
Einfach deswegen, weil ich schlichtweg sozusagen in diesem Modus drin war. Zuerst kommt ein Streik, dann kommt ein Aufstand, dann eine Rebellion. Und ich habe es einfach nicht gerafft gerade eben. Ich muss jetzt irgendwas machen, dass hier kein Aufstand ist. Also einfach Steuern einmal nicht eintreiben. Weiter geht's. So, dann passt das. Dann ist es auch richtig, weil ich habe das einfach nicht gerallt. Einfach nicht gerallt. Und irgendwie, ja. So, das war klar. Dafür haben wir jetzt auch keinen Edelmann. Naja, macht nichts. Der kommt später. Klassische Ökonomie und Volkszählung wurden erforscht. Und ja, womit machen wir weiter? Nein, mit dem Ranz natürlich nicht. Wir machen weiter mit Arbeitsteilung. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch Trockenlegung. Und wir brauchen natürlich die Mobilisierung der Massen. Und dann ist das Armeekoorganisation erstmal Geschichte. Dann machen wir in 4 Runden 4 Technologien, das passt doch, aber es sind wirklich auch erstmal die wichtigsten. Wobei, das ist nicht so ganz so wichtig. Machen wir das so. Armeekoorganisation bringt 5% weniger Unterhaltskosten für alle Armeeeinheiten. So, Istanbul darf wieder besteuert werden, ganz genau. Und in Rumelien, das ist Istanbul, gab es eine weitere Einheit. Fertig gebaut. Und wir haben etwas Geld.